So, Leute. Da bin ich hoffentlich wieder. Da wird wieder der Stream gestartet. Genau. Oh, bei Twitch auf dem Tablet geht's los. Haben wir noch im Chat Bescheid gesagt. So. Dann hoffe ich, dass ihr alle wieder da seid. Es werden mir wieder 8 Zuschauer angezeigt. Soweit. So gut. Halleluja. Ja. Also. Wir hatten ja bisher in Minecraft über das Thema Copyright, Urheberrechtsschutz gesprochen. Und ich hatte so ein bisschen zurückgeblickt in die 90er, 2000er, ne, als Napster aufkam und der Umfang dieses Problems oder der Aufgabe, Künstler für ihre Werke zu entschädigen oder auch wie einen Aufwand zu vergüten, ne? halt ja, explodierte, ne? Durch das Internet und sich jeder auf einmal kostenlos Film und Musik runterziehen konnte. Was dann in einem größeren Rahmen dazu geführt hat, dass sich werbefinanzierte Angebote durchgesetzt haben. Ne? Wenn die Leute sich das sowieso, oder wenn die Leute eh nicht bereit da sind, dafür sind, Geld zu zahlen, im klassischen Sinne, wie es bisher jahrzehntelang funktioniert hat, no, dann bietet man es halt eben umsonst an, weil sonst holen die Leute sich als Raubkopie, no, und finanziert sich halt durch Werbung. No? So funktionieren Facebook, Twitter, YouTube etc. pp. Und natürlich auch viele Blogs und Webseiten und so weiter. Das ist ja heute eigentlich fast der Standardweg. Wir schauen mal, wo wir hin müssen. Wir müssen nach Baracoa. Wir sind ja auf der Suche nach dem Bruder eines Piraten, den wir wiederbelebt haben. Ja. Und okay, unter spanischer Flagge sollten wir ohne Probleme in Baracoa einlaufen können. Eine gegnerische Flotte ist in der Nähe unseres Hafens Nassau. Wir müssen uns verteidigen oder sie erobern die Festung. Okay. So, von seinem Tod ist Bartholomäus Roberts aufgebrochen, um nach seinem Schatz in der Nähe von Bloody Passage zu suchen. Dort sollte jetzt sein Körper sein. Er ist ziemlich weit von hier. Okay, dann sehen wir zu, dass wir erstmal nach Nassau kommen. Ja, gegnerische Flotte, wir müssen uns verteidigen. Oh, deswegen, unsere Stadt wird angegriffen. Ja, ich weiß. Segel setzen, Klarschiff zum Gefecht. Oh. Oh, da haben wir die Burschen. Oh. Raise Zwei Meister. Feuer! Sollten wir so fertig machen können. Ja, erstmal hinter uns. Feuer! Im Ziel hier versammeln die Burschen. Und dann. Ja, die Schildkröte besser rausschmeißen. Ja. Die kleinen Schiffe. Die vertragen halt gar nicht allzu viel. Ja. Jawohl, dann geht der nächste. Oh. Jawohl, da fliegen die Blätter, so gehört sich das. Oh. Dann werden wir uns mal dem Kutter hier widmen. Oh, da war er zu dicht dran, dass ich ihn noch treffen könnte. Oh. Erstmal den Kutter vor. Jawohl, da geht er hin.
Oh, und die Chewbacca. Das hier ist bedroht. Nein, halt Feuer! Da können wir es uns sogar, glaube ich, noch erlauben. Hier Treibgut aufzusammeln. Oh. Zack, zack, zack. Und dann. Sollen die Jungs sich mal gar nichts einbilden hier? Oh, keine Hoffnung machen. Oh. Ne, wir nehmen mal die andere Seite. Oh, das war wieder ein bisschen dahin zurückkommen, wo die anderen Schiffe gesunken sind. Okay, ein bisschen Abstand haben wir. Es reicht. Man the guns! Feuer! So, ne? Jawohl, wir haben ihn hinter uns in die Linie. Oh, kann jetzt darauf konzentrieren, hier das Treibgut aufzusammeln. Guti, Dragula ist wieder da. Ich nehme mal an, euch anderen geht's genauso. So. Ja, also. Ja, die Antwort auf das Phänomen, dass man halt jetzt alles kostenlos im Internet runterladen kann, war halt, die Sachen kostenlos anzubieten und sich über Werbung zu finanzieren. Ja. Und das funktionierte halt auch so weit, ja, bis es dann übertrieben wurde und die Leute auf Adblocker aufmerksam wurden. Und jetzt sind wir halt dabei, Feuer! Kreative, ne, gerade auf YouTube zum Beispiel und Instagram und sonst wo, sich halt direkt von den Anzeigenkunden finanzieren lassen, ne, nämlich über Sponsoring, über Product Placements und so weiter. Ja. Und jetzt ist die Werbung quasi direkt im Produkt eingebettet. Fester Bestandteil des Produkts. Ja, natürlich gibt es auch da wieder Exzesse. Spielsound lauter als meine Stimme. Das können wir ändern. Gut, bei den Kanonen, wenn die losgehen, ne, klar. Aber den drehen wir gerne runter. Einstellungen, Geräusche, Benutzeroberfläche, Schlacht, Musik lassen wir so leise, Stimme, Natur. So. Ja. Oh, das sollte jetzt alles ein bisschen leiser sein. So. Also, wir haben Nassau verteidigt. Sehr schön. Oh. Auch kräftig Beute gemacht. Da bringen wir erstmal alles an Land und verkaufen unsere Beute. Na, komm schon. So. Auch. Die Baumwolle, die lassen wir verarbeiten. Und auch die Bretter, die wir hier haben. Mit Kanonenkugeln decken wir uns hier nicht ein. Da können wir uns in Tortur noch welche holen. Da bauen wir ja welche. No. So, Schiff ist repariert. Besatzung ist auf Sollstärke. Upgrades für unser Schiff brauchen wir keine mehr. Das heißt, wir können mal schauen, dass wir hier die Festung upgraden. Die ist doch schon auf Level 6. Also eigentlich sollten wir hier Ruhe haben. Ich schaue mal in den Einstellungen nochmal nach. Bildqualität. Weitere Einstellungen.
Okay, Schutz vor Zurückeroberung der Festung Level 6 aufheben. Das ist nicht aktiviert, also wenn die Festung Level 6 ist, sollten wir unsere Ruhe haben. Unter Umständen ist diese Flotte halt aufgebrochen, bevor wir. So ist besser. Gut, danke. Für die Rückmeldung vor allen Dingen. Kneipe, muss sein. No? Preise für Baumwolle in Pittstown sehr hoch, okay. Baumwolle würden wir allerdings eher kaufen, um sie zu verarbeiten. Oh, deswegen erstmal zurück nach Tortuga. Ja. Gebäude. Ja, hier können wir die Festung noch ausbauen. Zack. Ja. Tortuga hat zwar noch niemand versucht zurückzuerobern, aber... Ja. Und dann hier in den Laden die Baumwolle nicht verkaufen, sondern in mein Lagerhaus packen, damit sie verarbeitet wird, genauso wie der andere Krempel. Und dann decken wir uns hier mal noch mit Kanonenkugeln ein. 290 haben wir gar nicht mehr. Ah, okay, Geld ist ein bisschen knapp. Aber 500 Kanonenkugeln sollten reichen. Ja. Und wir waren ja in Barakoa, no? Das heißt, wir wissen jetzt, dass wir zur Bloody Passage müssen und ihn dort aus dem Wasser holen müssen. Eieiei. Hm? So, auf geht's Leute, Segel setzen, auf zur Bloody Passage. No? Okay, also, no? Werbefinanzierte Angebote haben letztendlich dazu geführt... dank Adblocker, ne, weil diese Finanzierung über Werbung letztendlich doch nicht so funktioniert, beziehungsweise weil die Leute halt auch einen Weg drumrum. Kann man eigentlich den Chat einblenden, wenn der Stream Fullscreen ist? Nein, das geht nicht, aber es sollte durch mich, durch den OBS, kommt der Chat in den Stream. Ja, also hier gerade solltet ihr das sehen. Ne, nutzt den Kinomodus. Ja, das mache ich im OBS, das ist ein Overlay. Dass der Chat also auch im, im Stream angezeigt wird. Ja. Kurz eingeblendet wird. Ja. Muss sehr nah sein, haltet die Augen offen. Wenn der Kneipe wundert, dass das Schiff eventuell gekentert sei. Na? Na, also Augen auf nach allem, was im Wasser schwimmt. Und da haben wir ihn schon. Ja. Also wie gesagt, die werbefinanzierten... Wie gesagt, ich bette den Chat ja auch in den Stream ein. Ihr seht's ja. Ja. Er wird dann nur wieder ausgeblendet. Bleibt nicht stehen wie im Chatfenster. Das Chatfenster und das Streamfenster gleichzeitig offen zu haben, das geht halt nicht so direkt. Das lässt sich nicht so überlagern. No? Ja. Wie gesagt, ja, die Werbefinanzierung funktioniert halt auch nicht so hundertprozentig. Ah, endlich! Ich dachte, ich wäre für immer in diesem Höllenloch gefangen und das wird meine Buße. Es ist gut, dass ich nicht an diesen Zahlen für deine Sündenmüll glaube. Aber die, die mich hier gelassen haben, werden definitiv dafür bezahlen. Okay, ich dachte, dein Schiff wäre bei einem Sturm zerstört worden. Mein Schiff zerstört? Nö, ich habe in der Nacht ein bisschen viel getrunken und einen Zahn beim Kartenspielen verloren. Oh, 12 gegen 1, naja, 10 hätte er geschafft, aber 12, naja. No? Okay. Na, wir brauchen deine Hilfe, um den Inquisitor und seine Männer zu besiegen. Jo, da ist er doch, denke ich mal, dabei. Er will nur ab und zu ein bisschen ein Schiff plündern und ein bisschen brandschatzen. So halt das klassische Piratenhandwerk. Na, wer kann es ihm verübeln? Da zeige ich euch, was es heißt, ein richtiger Pirat zu sein. Ich fange mit den Affen an, die mal deine Mannschaft waren. Meine Mannschaft waren. Ich werde sie zerfetzen und ihre Leichen im Meer schwimmen lassen. Diese Bastarde sollen irgendwo hier auf der Insel sein. Okay, jo, lassen wir ihn doch, ne? Bevor wir es mit den Spaniern aufnehmen, ist das vielleicht eine gute Aufwärmübung. Ja, ja, und jetzt ist eben
der Trend oder die Masche, wie es funktioniert. Ne? Werbefinanzierte Angebote funktionieren nicht mehr. Ne? Und stattdessen wird jetzt die Werbung direkt in das Produkt integriert. Ne? Über Sponsorships und Paid Content, Produktplatzierungen und so weiter und so fort. Ne? All das, was eben jetzt auf YouTube und Instagram läuft. Ja. Und da gibt es dann erstmal für die Kunden jetzt erstmal keinen Weg drumrum, ne, der Werbung quasi zu entkommen. Ja. Denn das lässt sich halt nicht irgendwie über einen Adblocker oder ähnliches ausschalten. Ne. Schauen wir mal, mit wem wir es hier zu tun haben. Die New Hope, ein Zweimaster, eine Galeone. Und da hinten noch ein Zweimaster, so wie es aussieht. Und hier eine Galeone. Und eine Fregatte. Okay, na dann schauen wir mal. Ja. Ihr seht, der Gegner teilt sich auf. Ja, versucht uns quasi von den Seiten zu packen. Aber ja, die Frage, wen hetzen wir unseren Kraken auf den Hals? Ne? Besatzung 130. Schaden 48%. Achso, ja, das ist aber nicht, wie viel Kanonen hat die Fregatte? Das ist die Frage. Ja. Die Galeone ist zwar ein Zweidecker, aber die Galeone ist, glaube ich, mein Schiff. Zuerst pusten wir die Eskorte weg und dann kannst du so nah wie möglich ransegeln. Okay, wir müssen also entern. Ja. Und das gelbe Schiff mit dem gelben Pfeil, das ist das Schiff, das wir entern müssen. Das andere sind die Eskorten und damit ist klar, auf wen oder was wir unseren Kraken loshetzen, unser kleines Haustier. So. Denn der geht ja immer auf das nächste Schiff los. Deswegen sehen wir zu, dass die arme Galeone das nächste Schiff ist. So. Zack. Und da haben wir den Kraken beschworen. Können das Schiff jetzt seinem Schicksal überlassen. So, sehen zu, dass wir die Breitseite ins Heck kriegen, wo sie uns nicht allzu sehr schadet. So. Ja, und da hat der Krake sein Werk vollbracht. Ja. Und es ist inzwischen ja recht schnell selbstverständlich geworden, ne, dass in Videos auf Sponsoren aufmerksam gemacht wird, ne, oder Unterstützung, ne, durch Product Placement und so weiter. Ne. So, die Fregatte, die müssen wir uns bis zuletzt aufheben. Und für die hätte ich mir eigentlich Kartätschen mitnehmen sollen. Ja, damit wir es schaffen, dort die Besatzung zu dezimieren. Aber so ist. Wir müssen erstmal den Zweimaster hier loswerden. Ja. Oh, wir haben hier auch noch einen Wrack in der Nähe. Na, das wird ja richtig interessant. Ja. Es ist ja, wie gesagt, inzwischen eine Selbstverständlichkeit, durch Product Placements, Sponsorships, Co-Produktionen, Schleichwerbung finanzieren zu lassen, um halt eben seine Inhalte, sein eigentliches Produkt kostenlos anbieten zu können, weil sonst hat man ja keine Chance. Ne?
Und ja, ne, gerade wenn man amerikanische YouTuber sieht, ich gucke zum Beispiel Philip DeFranco viel, aber auch H3H3 und so eine Sache. Da wird es mit großer Selbstverständlichkeit gemacht und ist komplett in das Video, in das Produkt integriert. Ne, die Werbung. So, dann wollen wir sehen. I'm on fire. Ob wir die Fregatte entern können, ohne da allzu viel Schaden zu nehmen. Aber erstmal. Zack. Erstmal wieder Beute aufsammeln. So. So, jetzt kommen sie nah ran. Und jetzt können wir sie aufs Korn nehmen. Hätte ich das gewusst, dass wir entern müssen. Zack, eine Breitseite noch und dann entern wir. Okay, aber wir haben die stärkere Mannschaft. Das sollten wir schaffen. Jawohl, haben wir den Dampfer geentert. Ha, Piraten besitzen Schatzkarten. Sehr schön. So. Die Kettenbälle. Oh, lassen wir mal an Bord. Aber das Segeltuch nehmen wir mit. Und Kartätschen stecken wir uns ein. No. Wobei die Kettenbälle können wir auch mitnehmen. So, endlich, wie habe ich das vermisst? Hast du gesehen? Wie sieht es mit dem nächsten Mitglied deiner Mannschaft aus? Irgendwelche Vorschläge? Oh, Samuel Bellamy ist in Trinidad begraben. Du weißt schon, südlich von Kuba. Die Stadt ist jetzt unter spanischer Kontrolle, aber nur leicht bewacht. Diese armen Bastarde haben nicht einmal ein Vor. Hm, das hört sich nach leichter Beute für uns an. Wir machen uns allerdings erstmal auf. Nicht nach Trinidad, sondern nach Pittstown. Denn dort werde ich dieses Schiff im Hafen liegen lassen, quasi um als Beute gesammelt. Ne? Dass wir so eine kleine Trophäensammlung hier haben. Ne? Was? Stimmt, Nassau ist ja meiner. Gottes Willen, nicht Pittstown. So. Ja. Cast Anchor. Gebäude, eine Werft haben wir hier. Festung ist komplett ausgebaut. So weit, so gut. Ja. Wir lassen unser Schiff reparieren. Brauchen wir gar nicht. Haben wir nicht Schaden genommen? Okay. Die Mephistoteles. Na, achso, nee, wir haben kein Geld. Deswegen geht das nicht. Also, erstmal in den Laden. Na, die paar Kanonenkugeln von der Mephistoteles verkaufen. Und dann unsere Beute von der Scary Betty. Na, Planken. Ja, Baumwolle. Hauen wir auch hier mal raus. Und Schießpulver, 57 Fässer. So viel werden wir kaum brauchen. Mit 20 bis 30 kommen wir in der Regel aus. So, jetzt sollten wir aber reparieren können, unser Schäfchen. Jawohl. Na. Und auch die Mephistoteles reparieren. Na. Schauen wir mal, Upgrades können wir hier natürlich auch jede Menge machen.
Das Schiffchen werden wir allerdings als Beute hier als Schaustück im Hafen lassen. Ne? Deswegen holen wir da auch erstmal unsere Besatzung runter. Zack. Ja. Und ja, jetzt kommen wir hier zum Flottenmanagement. Ne? Mifus Totalizer hat keine Kapitäne an Bord, nicht genug Besatzung. Und für mein Schiff, die Scary Betty, ne? Da brauche ich allerdings noch ein paar Besatzungsmitglieder, muss die anheuern. Ja, wie gesagt, ne? Keiner sieht gerne Werbung, auch wenn sie als Product Placement, gut, Sponsorship ist halt nur der Hinweis, das ist gar kein Problem für viele. Ne? Aber Product Placement oder direkte Unterstützung, wo dann auch direkt auf den Inhalt Einfluss genommen wird, das sehen dann viele natürlich nicht so gerne. Und deswegen wird auch natürlich versucht, das zu verstecken. Ne? Und normale Werbung funktioniert ja inzwischen einfach nicht mehr. Weil sie eben als Werbung erkannt wird und wahrgenommen wird und deswegen plopp. Ja. Und deswegen versucht man Werbung eben möglichst indirekt zu machen, beziehungsweise so zu machen, dass sie eben nicht als Werbung erkennbar ist. Und das geht eben halt über Sponsorships, Product Placements und so weiter. Ne? Klar gibt es eine Kennzeichnungspflicht, pipapo, aber da gibt es halt auch sehr viel trübes Gewässer. Trübe Gewässer, in denen gefischt wird. Ja. So, der Mephistoteles. Der muss sich doch den Auftrag geben können, hier zu bleiben. Genau, wenn ich den Anker lichte. Die kann ja gar nicht weg, deswegen habe ich hier auch keinen Symbol für die Flotte. Okay. Na. Okay, es geht auf nach Trinidad. Der Hafen hat kein Vor. Und den werden wir wohl oder übel erobern, ne? Wenn du diesen Hafen eroberst, zack, zack. Und ich denke mal, das werden wir machen. Ja. Wir brauchen also nur die Flotte zu schlagen. Warum hast du jetzt... Es gibt kein Vor... Ach! Ergibt euch... Owen, ne? Kleiner Verräter hier, ne? Twist, Turn. Scheinbar habe ich die Flotte vergessen, die in diese Richtung sind. Ergebt euch jetzt und der Inquisitor wird euer Leben verschonen. Ich meine, falls man eure lämmerliche Existenz so nennen kann. Oh, und Kalfo kommt mit mir. Der Bursche hat uns an die Spanier verkauft. Aber... Damit wird er nicht durchkommen, ne? Und er will das Geheimnis der Unsterblichkeit aufdecken. Also, der Inquisitor ist also auch nicht ganz sauber. Ne? Und deswegen, ne? Kleine Überraschung für Owen. Zack. Ne? Also, der ist tot und der bleibt hoffentlich tot.